Cyberport präsentiert die Gaming-Maus Logitech G502X Plus. Die kabellose Gaming-Maus aus der High-End-G-Reihe von Logitech vereint schickes Design mit innovativen Gaming-Funktionen. Zum ersten Mal verbaut Logitech die neuesten Lightforce Hybrid Switches. Mehr dazu jetzt. Die Logitech G502X Plus kommt mit einer RGB-Beleuchtung daher, die ihr mit 16,8 Millionen Farben individuell an euer Gaming-Setup anpassen könnt. In Weiß oder Schwarz ist sie mit ihrer Form für eine Vielzahl von Handgrößen und Griffstilen geeignet. Mit einem Gewicht von rund 100 Gramm und den reibungsarmen Füßen gleitet sie leicht über Mauspad oder Tisch. Verbunden wird die Maus via USB-Empfänger mit Notebook oder PC. Mit 13 programmierbaren Tasten und 5 Speicherprofilen passt ihr die G502X Plus an eure individuellen Gaming-Anforderungen an. Das Scrollrad besitzt 2 Modi, Präzisions- und hyperschnelles Scrollen. Außerdem lässt es sich nach links und rechts neigen. Die verbauten Lightforce Hybrid Switches ermöglichen noch präzisere Eingaben beim Klicken. Hybrid heißen sie deshalb, weil sie sowohl optisch als auch mechanisch arbeiten. Der Hero 25K-Sensor erfasst dank der Auflösung von maximal 25.600 dpi kleinste Bewegungen. Alle Einstellungen, Modi und die Beleuchtung könnt ihr mit der Logitech G-Hub-Software anpassen und verwalten. Die G502X Plus bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 130 Stunden bei deaktivierter RGB-Beleuchtung. Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-C-Kabel zur Aufladung. Außerdem ist die Maus mit dem Ladesystem PowerPlay kompatibel, bei dem der Akku vom Mauspad während des Zockens aufgeladen wird. Präzise Maus für Gaming-Enthusiasten. Die Logitech G502X Plus.